Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pool of Radiance. Nach dem letzten Mal bin ich noch ein bisschen aufgestiegen, soweit es ging, und auch zurückgelaufen. Wir sind jetzt also wieder in der im Civilized Sektor der Stadt und haben ja noch so ein paar Sachen, die wir mal identifizieren können. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch erstmal. Gucken, was wir davon verkaufen können. Wir haben nämlich kein Geld mehr. Gut, wir haben noch Gems zur Not, aber Geld haben wir keins mehr, also Bargeld. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Ja, kannst du? Items. Also, Sheets of Gold sind nicht magisch. Huh. Die sind ja richtig viel wert. Naja, weg damit. Nehmen ja nur Platz weg. Also das habe ich nicht, das habe ich nie verstanden, was diese Sheets of Gold sollen. Also man braucht sie für nichts und ich meine, sie bringen halt auch nichts. Das Cursed Necklace können wir auch verkaufen. 10 immerhin. Ich weiß zwar nicht, was er mit einem verfluchten, einer verfluchten Kette machen will, aber naja. Potion of Healing ist schon identifiziert. Das Ding müssen wir noch identifizieren. Ja. Das hatte ich befürchtet. Ja, wir sehen, Platinum, da ist wirklich nicht mehr viel. Mal gucken, kann man noch irgendwas verticken hier. Ja, verkaufen wir den Scheiß. Ja, weg damit, weg damit, weg damit. Der ist auch nicht magisch. So, nichts für haben. Alles weg. Den Brass Key brauchen wir zwar eigentlich auch nicht mehr, aber behalten ihn einfach nochmal. Haben wir sonst noch irgendwas? Eine Potion, die wir. Gott, da müssen wir eine ganze Menge identifizieren. Ja, okay, wir brauchen also. Okay, also Pool. Praise. Praise, so. Gems. Na, schon besser. Ja. Ja. Okay, das hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Mal gucken, was die wert sind. 100, ja. 100, okay. Ich merk schon. Ja. Immerhin noch Julie. Ach, gucke mal. Der Gem ist gleich 5000 wert. Ja. Ihr seht, das schwankt doch recht stark. Zwischen 10 und 5000. Also, das. Ja, also da kann man mit exzessivem Safe Reload eine ganze Menge Geld machen. Naja. So, Jewelry ist. Naja, nehmen wir alles mit. So, jetzt haben wir Pool. Jetzt haben wir hoffentlich eine ganze Menge Kohle, ja. 2200 Platinum. Das müsste ja jetzt erstmal reichen, um den ganzen Mist zu identifizieren. Dann fangen wir mal an. ID. Ja. Genau. Und wenn wir das verkaufen, werden wir gleich sehen. 25.000. Das wird schon irgendwie gut sein, nicht wahr? Und das werden wir gleich sehen. Aber erstmal. Du hast nichts mehr zu identifizieren. Of Extra Healing, ein Cloak. Ah, Cloak of Displacement, sehr gut. Macht Rüstungsklasse, verbessert die Rüstungsklasse um 2. Potion of Healing. Potion of Healing. Extra Healing. Sehr gut. Okay. Du hast nur die popligen Scrolls und was hast du noch? Onyx. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, kaufst du dir noch ein paar Pfeile, dann wird das Geld nämlich, obwohl es ist ja schon Platinum. Umgetauscht, würde ich sagen, also in die größtmögliche Währungseinheit umgetauscht. Aber kannst du noch ein paar Pfeile kaufen, schadet ja nicht.
So. Okay. So, wie ist das jetzt mit dem Geld? 1900, ja. Share. Und der Magier kann sich vor lauter Geld nicht mehr bewegen, das hatte ich befürchtet. Deswegen geben wir das Geld rein. Platinum. 129. Kann sie immer noch nicht bewegen. Na gut, dann den Rest auch noch. Jetzt kannst du dich wieder vernünftig bewegen. 9 ist zwar immer noch nicht perfekt, aber besser als 6. So. Jetzt habe ich alles identifiziert. Den Clock of Displacement. Wer hatte den? Den hattest du. Den geben wir mal. Mit Martigen hinkt so ein bisschen hinterher. Wohl, der brauchst du eigentlich nicht. Der steht ja eher hinten. Dann gehen wir das mal Fafrit. So, da hast du jetzt auch minus 2. Sehr schön. Brauchen wir noch irgendwas für Mausling. Was können wir dir denn mal Gutes tun? Ein Schild plus 1 hast du schon. Aber das hast du nicht angelegt, du Depp. So, jetzt hast du auch minus 2. Okay. Gut, Geld haben wir eingesteckt, dann können wir wieder gehen. Okay, jetzt müssen wir. Yes. So. Okay, jetzt speichern wir mal sicherheitshalber ab. Okay, also wir haben jetzt das Manual of Bodily Health oder Handbuch der Gesundheit. Und hier haben wir auch mal mein Spielleiterhandbuch rausgeholt. Und dieser metallgebundene Foliant, um mal die Beschreibung zu vergegenwärtigen, dieser metallgebundene Foliant scheint ein seltenes, arkanes, aber nicht magisches Buch zu sein. Ja gut, magisch war es schon, aber egal. Bla bla bla. Jeder Charakter, der das Buch studiert, was ca. 24 Stunden innerhalb von 3 bis 5 Tagen dauert, Punkt 1, erlangt das Wissen, wie er seine Konstitution um einen Punkt steigern kann. Dies bedingt jedoch eine, Punkt 2, einmonatige Periode von spezieller Diät und Atemübungen. Nach dem Durchlesen verschwindet das Werk sofort. Den Konstitutionspunkt erhält der Charakter nach dem Ende der einmonatigen Trainingszeit. Das Wissen um diese Möglichkeit wird allerdings nach 3 Monaten vergessen sein. Ja gut, das ist egal. Mit anderen Worten, wir müssen jetzt Folgendes machen. Wir müssen das Ding jetzt benutzen. So, is reading stand da. Also er hat angefangen zu lesen. Jetzt muss er erstmal 5 Tage lang lesen. Ah, da stand schon. Es ist schon vorbei. Da können wir schon Exit machen. Ja. Ich weiß ja nicht genau, was da stand, aber es war auf jeden Fall die Mitteilung, dass Fafrit das soweit beginnt studying oder irgendwie so Kram. Also ich habe es nicht, es ging zu schnell, ich habe es nicht lesen können. Ihr könnt ja das Video pausieren. Das ist auf jeden Fall die Bestätigung. Und jetzt müssen wir. Kein Scherz. Einen Monat rasten. Also wir können auch einfach 1 Monat lang spielen, aber rasten geht ja einfach schneller. Wenn man sicherheitshalber 32 Tage, dann passiert es auch. Jetzt werden wir jeden Tag geheilt, was ziemlich egal ist. Und machen jetzt halt 1 Monat lang nichts. Kostet ja nur ein Platinum. Oh Gott, die haben wir. Ja, also die Kollegin da im Inn, die wird sich das auch nochmal überlegen, ob sie vielleicht tatsächlich jeden Tag mal das Geld einsammelt und nicht nur einmal. Wir leben da jetzt 1 Monat, blockieren da ein Zimmer oder wahrscheinlich sogar 6 Zimmer. So, und jetzt müsste Fafrit Konstitution 19 haben. Was allerdings nicht stimmt, wie wir sehen, sind die Hitpoints. Das ist ein bisschen buggy. Er hatte ja vorher 70 und jetzt hat er 72. Und Konstitution 19 bedeutet, dass er einen zusätzlichen, oder der Konstitution 19 im Vergleich zu Konstitution 18 bedeutet, dass er einen Trefferpunkt pro Level
mehr bekommt. Er ist Level 5, das heißt, er hätte 5 dazu bekommen müssen. Er hätte also 75 haben müssen. Das hat das Spiel irgendwie. Das ist, also, bei dieser Hitpoint-Auswürfelei macht das Spiel, machen alle Spiele der Goldbox-Reihe manchmal komische Sachen. Das werde ich bei Gelegenheit mal anpassen, sage ich mal. Dafür gibt es ja praktische Zusatzprogramme, die mit H anfangen und mit X-Editor aufhören. Aber das ist auf jeden Fall, das Ding funktioniert also. Wir haben jetzt quasi monatelang nichts gemacht und dafür konntest du so 19 bekommen. Also alle anderen haben nichts gemacht. Fafrit hat ja jeden Tag trainiert und Diät gehalten und eine ziemliche Diät gewesen. Wir haben ja eigentlich gar nichts gegessen, fällt mir gerade ein. Wir haben noch nie was gegessen und wir werden noch nie was essen, fällt mir gerade auf. Seltsam. Egal. Wir haben jetzt Konstitution 19, speichern ab und freuen uns. So, jetzt können wir ja mal wieder spielen, würde ich sagen. Nach 10 Minuten Tralala. Wir haben noch einen Auftrag, den wir erledigt haben. Da können wir doch mal zum Kollegen, zur Kollegin Gedöns. Ja. So. Ja. Guten Tag. Bla bla bla, bla 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 blub. There's a reward for clearing the library. Here's your reward. Ach so, Library fällt mir ein. Ich bin, weil es mir keine Ruhe gelassen hat, nochmal kurz zurückgegangen, bevor ich hier zurück in die Stadt gelaufen bin. Und in der Philosophie-Sektion habe ich tatsächlich noch zwei zusätzliche Bücher gefunden. Chronicles of Aram und irgendwas mit Poetry. Also nicht wirklich von Bedeutung. Es gab keine Journal Entries. Aber ich glaube, dass davon die Menge an Treasure abhängt, die wir jetzt finden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir noch zwei zusätzliche gefunden und kriegen jetzt noch ein bisschen Geld. Schadet nicht. We find these. Ah, nee, jetzt wird's sozusagen. Jetzt kriegen wir unsere Belohnung für die Bücher. Here is your reward. 6, gut, Experience war uns nicht so wichtig. Aber ich glaube, das hängt jetzt. Pro Buch 10 Platinum. Kann das hinkommen? Ich glaube, ich habe insgesamt, wenn ich mal meine Strichliste angucke, müsste ich 10 eingesammelt haben. Das würde bedeuten pro Buch 8. Ne, das ist ja nicht so viel. Aber besser als nix. Oh, ach, wir kriegen jetzt. Ach, ich nehme alles zurück. Wir kriegen für jedes Buch was. Ne, das ist ja klasse. So, 90. Das wird immer mehr. These maps should help us to locate several legendary buildings. Here's your reward. Ja. 100. This history has contained much useful information. Here's your reward. Lass mich raten, 110. Ja. Also mit anderen Worten werden wir 200, 300 Platinum noch mehr kriegen durch die zwei zusätzlichen Bücher. The records provide insights into much that was puzzling. Ja, was auch immer, auf welches Buch sich das auch immer beziehen mag. Yep, 120. This material is of small value. Here's your reward. Oh doch. Fuck you. Hier, weißt du was? Hier, nimm die Münze, dann geht eintrinken. Ja. Okay, das war es offensichtlich. Vielleicht gelten auch nicht alle Bücher. Das kann auch sein, weil. Das waren definitiv jetzt nicht 10. Egal. Kobe Menschen, ja, das machen wir bei Gelegenheit. Find the Nomads, machen wir auch bei Gelegenheit. Large type of Kobolds is being recruited by the enemy. Make sure they don't join the enemy forces. Das ist neu, glaube ich. Das machen wir auch bei Gelegenheit. Erstmal machen wir jetzt das mit dem Kollegen Bischof Brazza. Braccio. Und der war, wo war denn der Temple of, schlag mich tot. Karte von Plan, verdammt nochmal. Bevor ich jetzt hier stundenlang rumsuche. Nee, Karte von Plan finde ich nicht. Muss ich also stundenlang rumsuchen. Na, wie schön. Gucken wir mal irgendwas, was nach Kirche aussieht. Hier, das da sieht nach Kirche aus. Ist das? Hallo? Temples with your. Nee. Then you must leave. Okay, das war also die falsche Kirche. Gott, wo war das denn? Das war doch so ein großes Teil.
Hier. Das sieht wichtig aus. The priest of Tyr welcome you to the temple. Nee. Hier vielleicht. Auch nicht. Wo war denn der blöde Bratza? Hier. You're welcome by Priestess Joy of Soon. Do you seek healing? Nee. Obwohl der Name ziemlich ansprechend ist. Oh Gott, ist. Ich pausiere mal kurz und gucke mal, ob ich meine Karte finde. Eine Sekunde. Ja, und da bin ich wieder und nach intensiven Recherchen konnte ich die Lokalität von Bischof Braccio aufdecken. Ja, ja, wir sind investigativ hier. Ist ja fast wie bei RTL. Der ist nämlich, wir waren schon fast richtig, der ist hier in dem Ding. Allerdings nicht hier in dem öffentlichen Bereich, sondern hier. In dem Spezialbereich, genau. You are ushered into the Bishop's study. Bishop Braccio speaks. Allow me to introduce Durton. Priest of Ilmar. Okay. Muss das sein? Ey, du siehst verdammt aus wie, ich weiß nicht, wie Brian oder wie Mentmart, also wie einer von uns. He's bound to recover the temple which has been desecrated to Bane. Go with him across the river and help him to cleanse the temple. In payment you may keep the hidden treasures. Oh, das klingt doch fair. Will you accompany Durton? Ich will es eigentlich alleine machen. Nein, nehmen wir ihn mit. So. Wie kommen wir da hin? Ich glaube, dazu müssen wir. Ich glaube, dazu müssen wir mit dem Boot fahren. Ne? War mal hier, war da irgendwo, war denn das? Hier war das, ne? Ja, ja. Bay. Ich glaube, das ist Bay. Ist doch egal, wer bezahlt. Ja, ja. So, you bought a boat. You are on the eastern edge of the city. There are north and south entrances into the city and a small boat that you can take to the civilized area. Which route will you take? Sind wir ja schon da, wo wir hinwollen? Leave. Ach nee, wir müssen. Moment. You are on the eastern edge of the city. Ist ja egal. Also sind wir jetzt in irgendeinem anderen Gebiet. South ist ja wurscht. You spot a group of irgendwas. Ja, wir surprisen sie, obwohl sie auf uns zukommen, nicht wahr? Ich meine, wir advancen, aber sie kommen auf uns zu. You have surprised them. Ja, wen denn? Na gut, dann drauf da, ist ja egal. Was ist das denn? Das Oger. Das sind Oger, ja. Na, das sind. So. Puff, das ist ein Oger weg. Oh Gott, ja, deswegen hasse ich NPCs, weil die ihren eigenen Kram machen. Ich hoffe, dass er nicht. Aber ich glaube, der hat keine Flächenspells. Weil üblicherweise zaubern sie zum Beispiel. Also Magier sind ganz schlimm. Die zaubern dann als zum Beispiel Stinking Cloud. Erwischen dann einen Gegner und drei von der eigenen Gruppe. Ne? Und so ein Scheiß. Also das ist ganz schlimm. So, wollen wir ganz schnell den Kampf beenden. Achso, ne, das war schlau. Ne, dann macht das hier. Brian, so. Dann macht das hier Mausling. Dankeschön. Ne? Tech. Ah, ja. So, jetzt machen wir hier Dirten. Du hast ein Wooden Holy Symbol, eine Mace und eine. Ich überlege, ob wir dir nicht einfach. Weiß gar nicht, ob du damit umgehen kannst. Dir einfach ein paar Darts geben. Scheiße, kannst du nicht benutzen. Und eine Sling habe ich nicht über. Hätte ich mal eine kaufen sollen. Dann können wir ihn nämlich wenigstens aus dem Nahkampf raushalten. Aber ansonsten, ich meine, wenn er umkommt, kommt er halt um. Ist ja
ist ja nicht so wichtig. So, wo sind wir denn? Quatsch. Wo sind wir denn hier? Das ist, ja. Wo auch immer wir sind jetzt irgendwo, irgendwo sollen wir hier einen Tempel finden. Ja, gut, schauen wir mal, ob wir hier einen Tempel finden. Machen wir mal Search an. Hallo? You spot a group of ogres. The monster stand ready. Bitte. Beginnt's. Ah Gott, das ist schon schlimm. Ich weiß nämlich nicht, ob er. Ja, hold person of ogres. Das sind doch keine Personen, das sind Monster, du Vollpfosten. Das ist also ganz schlimm. Die NPCs in diesen Spielen sind ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, er muss auch nichts memorieren. Also er hat einfach unbegrenzten Vorrat an Zaubersprüchen. Und das ist alles ganz furchtbar. Ja, hast es. Zum Glück ist Hold Person spezifisch. Also er muss nicht, ne? Also es ist kein Flächenzauber, weil sonst wären wir schon alle tot. Das ist wirklich ein NPC, der zaubern kann in der Gruppe, und die ganze Gruppe ist tot. Also das ist quasi zwangsläufig. So. Share Exit. Gut, das hat ja schon mal nichts gebracht. Hallo, you're surprised by Hobgoblins. Guten Tag. Da könnte Hold Person sogar funktionieren. Wahrscheinlich wirst du es jetzt nicht zaubern, aber weil jetzt würde es ja einen gewissen Sinn ergeben. Das kann die KI ja nicht zulassen. Das ist ja. Buff. Oh, ja. Wollen wir mal schauen. A prayer. Ist ja auch schön. Ja, vielleicht hast du doch nur eine begrenzte Anzahl von Zaubern. Das wäre ja super. Dann würden wir dich jetzt alle Zauber verballern lassen und dann kannst du nichts mehr machen. Dann läufst du mit deiner Mace dann auf jeden Gegner. Ich wollte gerade sagen, du schlägst da halt zu, ist auch okay. Läufst mit deiner Mace auf jeden Gegner zu, egal ob er stark ist oder nicht, und wirst da früher oder später bei umkommen. Und dann schleppen wir halt freundlich, wie wir sind, deine Leiche mit, bringen die dann deinem Boss zurück und der kann dich dann wiederbeleben oder nicht, je nachdem, wie sehr er dich mag, würde ich sagen. So, nö. Nope. Okay. Ja, also irgendwie ist hier. Spot a group of orcs. Okay, advance. Ja. So. Palais. Was war nochmal bei Orcs? Was hatte ich mir da irgendwann mal aufgeschrieben? Orcs war Sly. Get out of here before we make you leave, the monsters yell. And you won't come back if you. No, what's good for you? Da muss das denn liefen. Aber ich meine, wir müssen das ja hier säubern, also müssen wir früher oder später uns eh mit dem prügeln. You spot a group of orcs. Gut, jetzt haben wir mal mit ihnen geredet, dann schlagen wir sie jetzt tot, würde ich sagen. Oh, okay, sind ein paar. Oh ja, indeed. Na gut, dann mal los. La la la, ja. Oh, hier, so haben wir nicht gewettet. Obwohl, kannst du ja ruhig, dann können wir auf die Bogenschützen schießen. Die nerven ja so ein bisschen. Sehr gut, einer schon mal weg. Da ist nichts, aber gut. Lauf da ruhig hin, Ork. Lalala. So. Puff. Nee, nicht puff. Ihr seid ziemlich gut im Schießen. Sag mal.
Ja, schlag unseren NPC tot. Kein Thema. Na gut, könnt ihr ja nicht jedes Mal treffen. La, la, la. Lasst euch Zeit, Orks. Hätte das Spiel ja mal so einen kleinen Hinweis geben können, dass wir einer Armee von Orks gegenüberstehen und nicht so ein, du siehst Orks. Ich meine, ist technisch gesehen nicht falsch, aber es sind ja doch ein paar. Ja, nun nicht wirklich gefährlich, aber dauert halt. Mensch, Mensch. Tschüss. Fast ein Umge. Oh, sag mal! Okay, weißt du was? Also. Damit das Ding mal ein bisschen schneller geht. Also, haben wir, wo können wir da am meisten Schaden anrichten? Das ist eigentlich egal. So, allein schon, damit sie nicht nichts machen. Also, damit wir nicht auf sie warten müssen, bis sie sich entschieden haben, was sie tun. Einen totgeschlagen. Bin beeindruckt. Er lebt immer noch. Also ich meine, zum Glück ist unser Kamerad noch am Leben. Was willst du denn zaubern, Mensch? Ist immer so ein bisschen. Bless. Naja, gut, bitte. Dann hast du jetzt wenigstens einen von uns gebläst? Ja, mit Martin, gut. Könntest du die da hinten jetzt endlich mal umbringen? Ja, mit Bless geht alles besser. Danke, Dörten. Oh, ich meine, oh, so. Falscher Todfall. Achso, Teammate ist dying. Ja, gut, dann. Ja, bitte bandagen wir ihm. Dann ist er bewusstlos, aber nicht tot. Da müssen wir nicht seine Leiche mitschleppen, die riecht ja auch irgendwann, sondern können wir ihn sozusagen im bewusstlosen Zustand mit uns führen. Das ist vielleicht am besten. Bleibt er länger frisch, sozusagen. Na, also. So, du machst nochmal Zielübungen. La 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 la. Puff. Puff. Okay. Aber das Schöne ist, jetzt kriegt er ja auch keine Erfahrungspunkte mehr und. Share und. Seven Arrows. Na, fantastisch. Nope. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter mit unserem tragischen
Verlust schon, ist, Casualties of War, so ist es halt. Machen wir jetzt eine kleine Feier, jetzt machen wir eine kleine Gedenkfeier, wollte ich sagen, obwohl er eigentlich noch nicht tot ist. Wir machen keine Gedenkfeier, wir rasten jetzt erstmal, obwohl wir müssen gar nicht rasten. Wir speichern einfach mal und machen dann hier beim nächsten Mal einfach weiter. Sehen wir uns bis dann. Tschüss.